Sie bieten 25.000, meint der Präsident des Augsburger Polizeipräsidiums, und die Schwaben wissen ja normal bei Geld immer sehr genau Bescheid. Ich freue mich, dass eine von Landtagskollegen. Jetzt mal ernsthaft, wer von Ihnen beiden klärt uns auf, wie viel es wirklich kostet hat? Ja, 150 zu zahlen, das ist in Ordnung. Okay. Wären Sie damit zufrieden? Gut. Wie lange werden denn diese Spots eigentlich im Kino laufen, und ist dann eigentlich eine Fortführung der Kampagne dann geplant, also vielleicht auch mit anderen Spots, weil auch die im Internet laufen sich ja dann doch nach einer gewissen Zeit ein bisschen tot. Also das heißt, mal so an die 4 Wochen gedacht, die laufen zu lassen. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass man das auch, je nachdem wie die Resonanz ist, dann auch nochmal verlängert, aber jetzt ist erstmal an 4 Wochen gedacht. Ich gucke immer noch, ob sich jemand von den Kollegen meldet. Doch, bitte. Gibt es auch ein Format zum Runterladen aufs Handy, um das über Facebook zum Beispiel zu verbreiten oder andere soziale Medien? Das ist, die Homepage, die man gesehen hat, ist natürlich das möglichst gängig für alle Bereiche. Also man müsste es theoretisch mal ausprobieren. Best noch in der Fraktionssitzung. Ist es geplant, auch in Schulen in weiteren Bereichen im öffentlichen Raum zu platzieren? Also momentan ist es ja diese Kinospots, die überhaupt auf die Homepage hinweisen sollen, sozusagen geplant. Und ich kann mir gut vorstellen, nachdem ja auch Polizeibeamte öfter mal als Präventions mit Präventionsthemen in den Schulen sind, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man da vielleicht auf die Homepage hinweisen kann und es dann auf die Art und Weise natürlich, wo auf der Homepage dann auch die Filme wieder zu sehen sind. Ich habe mir die Papiere dazu ja mal angeschaut. Auf dem ersten Papier, die erste Anregung kam von dem Herrn Date, der damals Präsident des Bayerischen Landeskommissariats war. Also offensichtlich gab es einen sehr langen Abstimmungsbedarf, wie das Ganze denn so ausschauen sollte. Wie läuft so? Also wie lange, wann der das erste Mal darüber nachgedacht hat, weiß ich nicht. Aber jetzt akut war das nicht so lang, sondern das Thema also der letzten 1,5 Jahre oder was ist entsprechend vorzubereiten. Ne? Ich glaube, so kann man es nicht mehr sagen. Wir haben leider keinen Vorrat. Vielleicht das Thema Crystal Meth beschäftigt uns ja natürlich schon länger. Ja. Ansonsten will ich nochmal sagen, also natürlich kann in den Schulen schon dazu gearbeitet werden, aber ich habe vorhin schon gesagt, die Hauptzielgruppe sind junge Erwachsene. Ja, das merkt ihr auch vom Inhalt, was dargestellt wird, welche agierten Personen. Ja? Junge Erwachsene, und da haben wir sehen wir auch das Hauptproblem. Natürlich müssen wir an den Schulen auch Präventionsarbeit betreiben, aber die Art der Darstellung in der Kampagne soll nicht die Minderjährigen ansprechen, sondern junge Erwachsene. Da sehen wir die Hauptziele. Man muss auch sagen, dass im Grunde genommen es ja auch so ist, dass Crystal Meth nicht unbedingt das bei den ganz Jungen sozusagen die Problematik ist, sondern eher in denjenigen, die sozusagen schon auf diesen, Leistungsbereich sind, also schon so dieses Familie, Beruf, dieses alles, was da auf einen zukommt. Also von daher ist er ja auch auf diese Zielgruppe, wie du es ja auch gerade schon ausgeführt hast, ausgerichtet. Ich kann mir nur vorstellen, dass eben, was weiß ich, wenn eine Frage kommt, man dann dem Schüler sagt, da gibt es auch eine Homepage, könnte man nachschauen, so in der Richtung. Aber aktiv ist es eher für die jungen Erwachsenen gedacht. Und es war auch eine ganz bewusste Entscheidung, dass man es von den Internetauftritten der Polizei beispielsweise abgekoppelt hat, oder? Diese ganz gezielte, es ist schon verlinkt, man kommt schon drauf, ja, aber es soll jetzt natürlich schon eigenständig rüberkommen. Ja. Darum gehen wir ja auch da besondere Wege im Kino und so weiter. Das soll insofern da schon selbstständig entsprechend wirken. Außerdem, ich will gar nicht sagen, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ja. Wir werden auch sehen, was kommen da an Reaktionen. Wir sehen, wir können ja dann sehen, wie oft wird
dann zum Beispiel auf die Homepage zugegriffen? Ja, was, wie ist die Reaktion und so weiter? Wir wissen das heute auch noch nicht. Das ist natürlich jetzt einfach mal auch der Versuch, in einen neuen Weg zu gehen und auf die Weise nochmal Menschen, die wir vielleicht sonst nicht erreichen, die Weise anzeigen, weil ja, es spielt sich halt heute viel mehr im Internet ab. Das ist nicht mit der Verteilung von irgendeinem Flyer, werde ich noch ja, eben einen Teil von Leuten erreichen. Wir müssen jetzt was anderes anbieten, aber wir wollen eben mit diesen Kinotrailern darauf aufmerksam machen, dass einer vielleicht das dann zu Hause mal anklickt, sich mal anschaut. Das ist jetzt mal der Versuch, einfach auf die Weise an die Menschen ranzukommen. So muss man es sehen. Wir haben auch immer wieder, dass vor allem auch Freunde und Angehörige Fragen haben und die auch verunsichert sind, wie soll ich damit umgehen. Und die können sich hier natürlich dann auch nochmal informieren. Und das ist nochmal neutraler, wie wenn ich jetzt irgendwo hingehen muss. Das merken wir auch bei unserer Telefonnummer, dass man da leichter mal anruft oder vielleicht im Internet sich erkundigt, als wenn ich jetzt irgendwo aktiv hingehen muss und mich quasi sichtbar mache. Gibt es tatsächlich keine Fragen aus dem Kollegenkreis, dann wollen wir diese Runde auch tatsächlich. Sind wenig aktive Konsumenten anwesend.